Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir haben da und da noch ein paar Zombies. Wird aber erstmal die hier ein bisschen mehr sind, ausschalten wollen. Jo. Schnell lieber erstmal hier hin, wo ein bisschen mehr Licht ist, wo ich auch sehen kann, wo die sind. So. Ja. Ist ein bisschen schwieriger mit denen. Alter, aber dessen Schreie sind heftiger, finde ich. Ich finde es aber auch interessant, dass die zumindest ein bisschen ausweichen. Komm. Den haben wir. Was sind denn das eigentlich für Dinger, was die hier fallen lassen? Für Fetzen. So, mal gucken, was das da jetzt ist. Achso, das ist nur ein Tresor. So, das nehmen wir alles mal mit. Grobes Schwert. Frag mich, warum die immer noch so ein grobes Schwert hier über rumliegen lassen. So, die Tränke nehmen wir auch mit. So, Teleports und Feuermagier. Hä, was war das für eine Rüstung? Warte. Hier, antike Erzrüstung. Diese uralte Rüstung wurde vollständig aus magischem Erz. Ja. Schutz vor Waffen 95. Die behalten wir jetzt. Die Erzrüstung. Die sieht fett aus. Und wir haben ja jetzt die 40 Lernpunkte. Dann werden die Zweihänder nochmal ausbessern können. Ach, hier sind doch ein paar mehr. Komm. Und dann mach. Okay, die sind beide tot und der kommt hier nicht hoch, ne? Jo. Wo ist der da? Genau. So, dann brauchen wir jetzt wieder die Fackel, damit wir hier ein bisschen was sehen können. Und dann haben wir hier noch mal eine Truhe. So, die nehmen wir alles mit. Und was gibt es in der Truhe? Feuerfall, Pfeil, Erzbrocken wieder und halt ganz normal die Tränke. So, das würde ich jetzt so speichern wollen. Wir haben jetzt die Erzrüstung. Die ist ja richtig nice. Die ist ja richtig fett. Und wie breit wir jetzt aussehen. Ja, aber gut, wenn das jetzt alles war, was wir hier brauchen. Warte mal, wir haben ja den. Ach komm, wir müssten jetzt eben. Hä? Elixier der Stärke. Für wie lange? Stärke 120 bleibt, okay. So, warte mal, dann. Genau. Zauber, Teleportation. Den? Zaubern wir uns mal da rein. Hey du, was willst du hier? Geh oder ich ruf die Wache. Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Aber
Im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone. Hey, du! Brauchen du wir hast dich da drinnen nichts nicht zu suchen. Wo ist Stone? Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs! Und macht ihn kalt! Na los, lass mich vor. Was? Du hast da drinnen nichts zu suchen. Ich sehe gerade gar nichts. Okay, aber der kann mir jetzt gerade keinen Schaden machen. Alter, was? Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Yo. Laute? Okay, wie viele Lauten hat der? Nehmen wir mal alle mit. Okay. Charisto. Ring der Unbezwingbarkeit. Drago. Das wird dir noch. Okay, komm. Töten. So. Dann Bartolo müssen wir auch wohl töten, ne? So, dann jetzt erstmal wieder was für die Gesundheit tun. Was haben wir hier? Ein paar Tränke. Und wir haben hier jetzt ein bisschen Schmuck eingesammelt. Schutz vor Pfeilen? Nee. Nee. Nicht wirklich das, was ich brauche. So, erstmal speichern. Aber die Erzrüstung. Ja, nee. Steck die scheiß Waffe. Alter, müssen wir jetzt wirklich das komplette Lager hier aufhalten? So, leichte Armbrust nehmen wir mit. Bolzen nehmen wir mit. So. Gibt's hier noch Ideen? Hier gibt's niemanden mehr. So, nochmal speichern und raus. Yo! Ganz schnell. Hier sind wir in Sicherheit. Ja, verschwinde. So. Alter. Okay, jetzt gerade sehr, sehr heftig. Aber komm, wir müssen die wohl, glaube ich, alle ausschalten. Raven ist dafür tot. Nein, nicht ihn! So, kann ich... Cutter? Komm, den... Du bist so gut wie tot. Einfach... Jo, schnell, 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 schnell hoch. Okay, dann nochmal. Ja, verschwinde. Hier ein bisschen Leben auffüllen. So, dann können wir das hier jetzt speichern. Wir haben
Ein getötet. So, komm, tripp ihn doch. So, komm. Du bist so gut wie tot. Einfach einen kalt machen. So, Nochmal. Die dürften mich jetzt hier so nicht treffen. Nee, der da. Komm schon, drück den doch. Du bist so gut wie tot. Einfach einen kalt machen. So. So, nochmal speichern. Wer ist denn noch hier? Wir sind noch Raven, ne? Ah, ne, warte. Nochmal rein. Und nochmal. Komm, machen wir einmal. Maximale Lebensenergie plus 10. Was? Das wirst du noch zu spüren kriegen, Bastard! Ja, komm. So. Schnell rein. So, machen wir die hier nochmal. Wir müssen jetzt, glaube ich, alle hier einmal ausschalten. So. Raven ist auf jeden Fall tot. Komm, triff den. Okay, den haben wir erwischt. So, dann können wir jetzt hier nochmal Leben auffüllen. So, und hier speichern. Wie sieht das jetzt aus? 10.000 müssen wir immer noch. So, wie sieht's mit Skip aus? Freund oder Feind? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Waffen der Gardisten. Verkaufst du Waffen? Nur an Gomez, Leute. Ja. Gomez hat mich zu dir geschickt, ich soll mich ausrüsten lassen. Torus hat mich zu dir geschickt, ich soll mir eine Waffe besorgen. Verstehe, wir sehen Verstehe. Uns. Verstehe, wir sehen uns. Ich bin ja keiner von denen mehr. Aber der greift mich nicht an, also lasse ich ihn am Leben. Ich greife jetzt nur die Leute an, die mich auch angreifen. So, das ist. Nehmen wir alles mit. Hier, Raven. Der hat nichts. Rodriguez. Ach, hier liegt noch einer. Torres. Geht der. Wow. Alter, wie viele Zau. Alter. Was? Das müssen wir speichern. So, Bolzen, leichte Armbrust, Cutter. Wurde auf mich geschossen? Tatsache. So, nochmal Gesundheit auffüllen. Ja, Digga, geil, wie viel wir jetzt wieder haben.
Ich habe so ein Gefühl, gleich kommt noch irgendwer. Nee, wir wechseln einmal kurz auf Schwert. Da unten ist Torus. Ato. So, und nieder mit ihm. Arthur ist tot. Dein Glück, aber ich hätte auch gerne die Fresse poliert. Lass dich hier nie mehr blicken. So. Richtschwert. Wir können die Frauen hier vielleicht befreien. Jetzt mittlerweile. Ja, ich will nicht die groben Schwerter, ich will ihn plündern. Achso, wir müssen ihn erstmal töten. So. Und weg mit dem. Ach, da oben hängen die Rüstungen. So, dann nochmal heilen. So, suchen wir jetzt Dingens wie Gomez. Da ist er ja. Nochmal hier speichern. Yo! Innos Zorn. Kerkerschlüssel, Gommeschlüssel, Ring der Unbesiegbarkeit. Und Geschicklichkeitsbonus, Stärkebonus. So, jetzt muss ich aber nochmal aufbüllen. So, die Frage ist nur, muss ich hier auch wirklich alle töten oder eher nicht? Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Digga, Gomez ist tot. Du bist frei. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ihr seid frei, Gomez ist tot. Es gibt keinen Gomez mehr. Wie sieht's denn hier aus? Hier ist niemand. So, Velaya. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ey, wieso darf ich mit euch nicht reden? Ihr seid jetzt frei, Gomez ist tot. Wo ist denn das Problem? Jetzt ist die Frage, wo ist denn eigentlich Callisto? Oder der oberste Feuermagier auf jeden Fall. Ach. Egal. Hab jetzt keine Lust drauf. Ja, genau. Hier ist ja auch niemand. Aber wir müssen noch das komplette Lager hier befreien. Und die Tore wieder aufmachen. So, wie sieht's mit denen aus?
Ich stecke hier jetzt fest. Kann jetzt gerade nichts machen. Was? Nein! Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache hier einen kleinen Cut und dann bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ja, der kleine Cut war jetzt möglich. Weiß jetzt nicht, was mit den beiden los ist. Keine Ahnung. Das Lager scheint jetzt gerade leer zu sein. Was, wenn ich mich jetzt hier pennen lege? Bei Diego in der Hütte? Passiert nichts. Kann ich nichts machen, ne? Kann hier nicht pennen. Oder habe ich hier jetzt einen Bug? Ich habe hier, glaube ich, einen kleinen Bug. So. Ja, stimmt. Vor allem die Lebensanzeige ist unten nicht mehr zu sehen, ne? Und jetzt nochmal. Ich kann jetzt hier mit niemandem reden, oder wie? Ist auch niemand da. So, wo haben wir jetzt eine Fackel? Fackel, Fackel, Fackel. Kann ich das da wenigstens benutzen? Ja, das funktioniert noch, immerhin. So, aber die Frage ist jetzt, wo ist Porus? Wo sind Fingers, Dexter und so weiter? Müssen wir auch nochmal gucken. So, wir sind fertig mit Kochen. Warum ist der? Ah, da kommt jetzt jemand. Ich sehe jetzt aber meine Lebensanzeige nicht. Passiert nichts. Das wird dir noch leid tun. Ach, wer will jetzt wieder Stress? Und. Ja, yeah, komm, komm, komm. Und nochmal. Habe ich vergessen, die abzusprechen hier. So. Eben Leben wieder auffüllen? Oh, nee, warte. Ich kann nicht einmal auf Pause drücken. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich weiß jetzt nicht, was das für ein Fehler ist. Aber dann bis gleich. So, und da bin ich wieder. Oh, Arthur Schwert. Sogar. Konnte ich das schon übersehen? So, den Bug haben wir jetzt erstmal wieder raus. Lebensanzeige ist jetzt auch da. Okay, die schießen jetzt auf mich. Treffen mich anscheinend nicht oder können mir keinen Schaden anrichten damit. So, und jetzt erstmal abstechen. So. Oh, da oben ist noch jemand. Wer ist denn das? Scar.
Scam auch noch. So, Bolzen. Kriegsarmbrust. So. Haben wir hier noch irgendwen? Hier ist niemand. Aber hier gab es auch noch jemanden, oder? Ja, die sind ja alle hier Verräter. Die sind die Verräter. Die sind mir in den Rücken gefallen. Gomez ist jetzt immerhin tot. Wo Torus ist, keine Ahnung. So, da unten gab es ja auch noch zwei. So. So, und nieder mit dem. Und hier. So, da können wir jetzt eben nochmal die Gesundheit aufladen. So, komm. Dann können wir hier jetzt auch nochmal speichern. So, die Buddler lassen wir am Leben. Die sind ja nicht diejenigen, die mir in den Rücken gefallen sind, sondern eher die... Wer ist denn das? Sly. Okay, Sly lassen wir auch am Leben. So. Wer ist denn noch alles... jemand, der mir in den Rücken gefallen ist. Gibt's hier noch jemanden? Ja, hier. Wer ist das? Warum weckst du mich? Ich hab dich doch nicht geweckt. Ich habe jetzt nur die getötet, die mir in den Rücken gefallen sind, ja? Schauen wir mal, wo noch mehr Verräter sind. Ne, hier sind jetzt nur Schatten. Da. Und nieder mit denen. So, wenn ich jetzt... Kann ich jetzt daran drehen? Nee, so. Passiert damit was? Nee. Passiert gar nichts, ne? Hey, du! Hey, du! Ja, kein Plan. So, aber wir brauchen wieder ein paar Heiltränke. So, und kommen wir. Wir legen uns mal hier pennen. Jetzt funktioniert das sogar. Ich dachte, das wäre schon mal gut. Ah, okay. Die fliehen lieber vor mir. Wie die jetzt alle bei Paris. Ah, der tut mir leid. Aber die haben ihn nicht gelootet. Dexter rennt auch weg. So, mal gucken. Gibt es hier noch irgendjemanden, der mich tot sehen will? Ja, da oben sehe ich jemanden. So.
Und weg mit dem. Alle anderen lasse ich leben, die mich hier nicht angreifen. Ich töte jetzt nur die, die mich töten wollen. Der Rest darf leben. Da mache ich einen Unterschied. Ich habe auch Mitleid. Da oben ist aber noch jemand, der mich wahrscheinlich angreifen will. Und auch weg mit dem. Ja. Die wollten es so, also mache ich das so mit denen. So, schauen wir mal noch, wer hier noch existiert, lebt. Vor allem, ich habe mir einfach mal auch die Nacht hier gemütlich gemacht. Baltaran, da haben wir ja auch wieder. Ja, die armen Bals eigentlich. Aber ich habe keine Ahnung, wo Torus ist. Das geht auch nicht auf. Die stecken hier fest, ne? Da ist Torus. Jetzt bin ich gespannt. Sagt er was oder greift er mich an? Okay, Torus lässt mich in Ruhe. Ja gut. Ja, kein Problem mit mir. Immerhin. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann mal runter in den Kerker, befreien Stone und so weiter und dann mal schauen, was hier noch so auf uns zukommt. Ja, es ist jetzt keine Wache mehr hinter uns her. Gut. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!